Yo Leute, was geht ab? Und zwar, Mois hat ein neues Video hochgeladen, beziehungsweise ich habe es mir einfach noch nicht angeschaut. Why So Serious heißt das Ganze. Und ich glaube, er hat ja in seiner Insta-Story gepostet, dass er irgendwie so eine Abmahnung von und 50.000 Strafe oder so bekommen hat. Ich weiß nicht genau, was da stand. Ich glaube aber, in dem Video dreht sich darum. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir uns das Video mal einfach geben und schauen wir mal. Zu einem wieder mal ernsteren Video, auf das ich gar keinen Bock hätte. Aber es gibt so Momente, in den Momenten fühlst du etwas, das musst du sagen. Und wenn du es nicht dann aufnimmst, ist es dann nicht mehr real, weil du es in dem Moment nicht mehr fühlst, okay? Wir sind um die ganze Welt gereist, okay? So, weil wir zwei Musikvideos gedreht haben, das erste Signing und mein Musikvideo. Das Projekt von mir bedeutet mir sehr viel, okay? So, das ist das erste Mal, dass ihr etwas von mir auf eine Art und Weise seht, wo ich nie gedacht hätte, dass ich es jemandem zeigen werde und so weiter. Deshalb ist es so ein ganz persönliches, nicht Geschenk, sondern Offenbarung an euch, damit wir uns endgültig so wie eine Familie kennenlernen, okay? 1991. Wegen dem sind wir wirklich nach Paris, Amsterdam, Belgien, Spanien, sonst. Wir sind wirklich um die ganze Welt gereist, ist ja auch egal. Das ist so ein Herzensprojekt, das möchte ich mit Mühe machen. Und ich möchte, dass ihr diese Mühe seht. Deshalb, ich fuck mich gar nicht drüber auf, so dass wir, keine Ahnung, 35 Stunden Auto gefahren sind, weil ich keine Papiere habe und nirgendwo fliegen darf, weil selbst die Papiere, die ich nicht hatte, auch abgelaufen sind. Scheiße. Aber wie ich da dann über die Grenze gekommen ohne Papiere, das raff ich jetzt nicht so. Entweder auf gut Glück einfach oder ich weiß auch nicht. Klar, Papiere brauchst du zum Fliegen, aber um an der Grenze, wenn ihr angehalten werdet, brauchst du ja auch, dafür brauchst du ja auch Papiere. Keine Ahnung. Das sind so Sachen, die einen ein bisschen so wütend machen. Und heute war ein sehr komischer Tag. Ich wollte eine Szene auf Kirmes drehen. Da kommen 13 Keks und Digga, kam fast zur Schlägerei und so weiter. 10 Leute mussten mich zurückziehen. Und dann realisiert man, Digga, ich kann selbst da nichts machen, weil Polizisten, wenn die kommen und mich abführen, müssen die mich mal 70 Stunden in der, keine Ahnung, Polizeistation halten, damit sie überhaupt erfahren, wer ich bin. Ich werde eine Woche im Knast sitzen, dies, das. Das sind so Sachen, ich kann nichts machen, das hat mich abgefuckt. Dann sitze ich im Auto, check E-Mail-Postfach ab. In E-Mail-Postfach steht, dass ich Unterlassungserklärung mit Schadensersatz in Höhe von 50 Riesen. Digga. Warte, ich spule nochmal kurz zurück, so nur kurz eingeblendet. Mit Schadensersatz in Höhe. So, jetzt. Das hat er ja gepostet. Hier irgendwo steht's. Verstehe ich nicht. Also eine Unterlassungsklärung, okay, so eine Abmahnung. Aber ich wusste gar nicht, dass es jetzt mit Geldstrafe verbunden ist. 50.000, oh, boah. Digga. Von 50 Riesen. Vom Blitz aus Konoha. Ich werde nicht mal ihren Namen nennen und ihre Farbe nicht mal ansprechen, weil Leute irgendwie nicht fähig dazu sind, Satiren zu verstehen. Da wird jeder Zitat von mir genommen, ich blende es euch ein, wenn ihr wollt, und alles kritisiert. Digga, mein Gott, das ist Satire. Dieses Cringe Award ist ein Hip-Hop-Veranstaltung. Hip-Hop versteht Satiren. Hip-Hop regt sich auf, wenn Leute Meinung unterdrücken. Dasselbe wird hier getan. Meinung wird unterdrückt durch Anzeigen. Dann habe ich diese Videos gelöscht. Beide Videos gelöscht, weil, Digga, ich sag euch ehrlich, ich verdiene keine 50.000 Euro in einem Monat. Auch nicht in 2 Monaten. Sogar nicht in 3 Monaten. Okay, ich mache die Videos, weil sie mir extrem Spaß machen. Weil ich meine Familie damit ernähren kann und meine Freunde auch Spaß daran haben. Und ich es geschafft habe, dass meine Freunde und Brüder um mich herum auch ein Teil dieses Ganzen sind, und das ist einfach unsere Arbeit. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn wir davon unseren Brot essen können, dann ist für mich das alles wert. Ja, also 50.000, das verdient er vielleicht in, ja, so 5 Monaten kommt hin eigentlich, wenn der so 10 im Monat macht. Der hat ja einmal einen Screenshot gepostet, der macht so 10 ungefähr. Ihr müsst ja auch überlegen, bei ihm wird jedes zweite Video oder fast jedes Video erstmal als werbeunfreundlich eingestuft. Und ja, die ersten Klicks, mit denen verdient er halt kein Geld. So. Danach wird es dann, wenn es werbefreundlich ist, auf werbefreundlich umgestellt, aber bringt dann halt auch nicht mehr so viel.
Ja, da hat er schon recht. Also, boah, Stier. Lass mal jemand durch. Wir sind hier irgendwo mitten in Spanien und nehmen dieses Video auf. Sogar dann dachte ich mir, Schadensersatz, dies, das, egal, macht nichts. Ich werde das schon irgendwie Anwalt geben, der wird das irgendwie klären, weil es kann ja nicht sein. Ich habe satirisch etwas aufgezogen. Es ist bekannt, dass ich ein Wie kommen die überhaupt auf eine 50.000 € Strafe? Also in welchem Verhältnis steht es so? Nur weil der ein YouTuber ist, weil der ein bisschen mehr Geld verdient. Eine Abmahnung, Unterlassungsklagung, okay. Da nimmt man die Videos raus, meinetwegen. Wenn man die Satire schon nicht versteht. Aber 50.000, Bruder. Medien in der Hinsicht bin, wenn ich solche Videos mache und das nichts ernst gemeint ist. Okay, wenn ich aus Spaß sage, Digga, Safe hat die Koks gezogen. Das ist doch nicht ernst gemeint. Wieso moderiert ihr einen Award für Hip-Hop, wo ich sogar gewonnen habe, wenn ihr Comedy nicht versteht? Warum? Wieso macht ihr überhaupt so eine Veranstaltung, wenn ihr schlimmer als Echo seid? Das ist Heuchlerei auf höchstem Niveau. Okay? Dann setze ich mich ins Auto und wir wollen nach Paris fahren. Abgefuckt, niemand hat Laune. Ich streite mit Maestro, Maestro mit mir, mit der Mädchen, das Musikvideo drehen muss. Die habe ich auch eingeschrieben. Einfach so, weil ich keine Laune hatte. Die können nichts dafür. Dann gehe ich auf YouTube und ich kriege noch einen Copyright-Strike. Wegen dem Video, was bereits gelöscht ist. Von Aua. Scheiße. Street irgendwas live, das sind die Veranstalter von Hype Awards. Und ich denke mir, Digga, ich habe doch keine 10 Abos. Ihr könnt mich doch anschreiben, ihr könnt mit mir doch reden und sagen, nimm das runter oder so. Das und jenes passt nicht. Ich weiß, es ist nicht cool, das ist Meinungsunterdrückung, aber wir haben Stock im Arsch. Nimm das bitte runter, sonst zeigen wir dich an und die geben dir Strike. Sagt mir das doch, als ob ich das nicht offline nehmen würde. Aber ist nichts passiert, ein weiterer Strike. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen darf. Jeder Heuchler auf YouTube oder Spast mit irgendwie 15 Abonnenten, der irgendwas kritisiert und noch nie mehr als irgendwas erreichen wird, weil er keinen Charakter hat. Und dann Leute kritisiert wie mich, die sagen, ja, früher hast du mehr geschimpft als jetzt. Ihr versteht es nicht, weil ihr nicht hier steht. Es ist was anderes. Wenn Leute, die gar keine Reichweite haben, irgendwas sagen und ihr Maul aufmachen, und Leute, die millionenfache Reichweite haben, selbst ein kleines Wort von denen zieht sehr viele Schäden mit sich. Wie dieses Geld zum Beispiel, wie diese Strafe, wie diese Anzeigen, das alles, Digga, da hinten stehen Familien. Und ihr seht, Hype Award, Cringe Awards, Echo, nicht Echo, egal was, Hip-Hop, Rap, das ist alles heuchlerisch. Alles ist Meinungsunterdrückung. Egal welcher Rapper da draußen rappt und sagt, ja, das, jenes, jenes und das, Ghetto, Peach, Pass, Peace, Papas. Wenn irgendein Spaß da sitzt und die Wahrheit sagt und etwas kritisiert, was sein Recht ist, weil wir Meinungsfreiheit haben, wird er ihn anzeigen. Wo seid ihr dann Gangster? Nirgendwo. Und das, ey, ich will gar nichts. Ihr sollt nichts von mir aus zurückziehen. Ich habe sogar E-Mail geschrieben davor, wieso ihr mir das nicht sagen könnt, dieses Street Life oder sonst was. Ich blende die E-Mail von denen ein. Ich habe euch eine E-Mail geschrieben, wieso ihr mir das nicht persönlich sagen konntet. Bin ich zu klein für euch? Bin ich nicht so viel wert wie eure Künstler, die 200 Abonnenten haben? Ist das diese Arroganz, weil ihr mehr Geld habt? Ich habe euch diese E-Mail geschrieben, wieso ihr mir das im Vorfeld nicht sagen konntet. Aber jetzt, ich brauche nichts von euch. Zieht von mir aus nichts zurück. Okay? Zieht nichts zurück, lasst diese Anzeigen, lasst alles, wie es ist. Aber ich möchte jetzt nur eine Sache sagen: An jeden Rapper, Comedian, sonst was, Entertainer, jeden Heuchler und Spaß da draußen, will ich einfach nur sagen, dass ihr wirklich nicht echt seid. Ihr seid nur kleine Keks, die irgendeine Rolle spielen. Und ich habe nur eine Sache vergessen, seitdem ich den Kanal angefangen hatte: Dass für mich die meisten Rapper und die meisten Leute da draußen in diesem Business einfach Schauspieler sind. Okay, das sind. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also schon, ja, schon eine reale Geschichte, was Mois da raushaut. Also, Kollege hat schon lange gesagt, dass dieses Musikbusiness einfach nur Fake ist, einfach nur Show ist. Auch gerade so in Sachen von Features, da sagen die, hey Bro, lass einen Track machen. Und sobald er sich umdreht, so ein Fisch. Es geht nur noch ums Business. Und ja, das ist, die ganze Szene ist Fake. Das ist alles Fake. Das hat
Kollege schon vor einem Jahr oder so irgendwo mal gesagt. Und ist auch so. Auch auf seinem YouTube-Channel sagt er das ja. Das ist traurig. Und dieser Begriff. Echt traurig. Eine Beleidigung war. Und ich kehre einfach nur zu den Roots zurück. Okay? Zu diesen Wurzeln. Und verstehe es noch mehr, wieso ich damals der Meinung war. Egal, ob ein YouTuber da draußen rappt, ob ich rappen würde, ob Mace rappt oder sonst was. Ihr alle habt weniger Kredibilität als mein linker Nagel. Und das sollt ihr einfach nur wissen. Auch der Blitz von Conor Gakura. Tu nicht auf Entertainer oder sonst was. Wenn du nicht mal Satire verstehst, okay? Und mach keine Späße auf der Bühne, wenn du selber Späße nicht verstehen kannst. Und Hype Awards, macht bitte nie wieder diese Awards. Wenn ihr abgefuckt seid, dass Wahrheit über eure Awards gesagt werden, von jemandem, der nominiert und gewonnen hat, und ihr es nicht wahrhaben könnt und Meinung unterdrückt und versucht, euren Scheiß-Event gut darzustellen, obwohl er schlecht war. Er war einfach schlecht. Fertig. Er war schlecht. Wenn er schlecht war, darf man sagen, dass er schlecht war. Aber durch Meinungsunterdrückung versucht ihr ein Ebenbild des Guten zu erschaffen. In dem Sinne, einfach verpisst euch. Okay, verpisst euch. Ich baue einfach weiter meine Community auf und ich lebe in meiner Welt. Okay, das ist meine Welt, ihr seid meine Welt. Wir werden unser Ding durchziehen. Und ihr verpisst euch einfach. Zeigt mich an, macht was ihr wollt. Es ist ein enttäuschender Tag heute. Egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, Freunde. An die, die hinter mir stehen, ich küsse eure Augen. Und in maximum 2 Wochen kommt etwas von mir und vom Maestro. Ciao. Alter, heftig. Also man merkt schon übertrieben, dass der heftigst abgefuckt ist. Also, aber kann man natürlich auch verstehen, was ich das, Alter. Ich würde durchdrehen. Alter, das ist echt heftig. Okay, ja. Stier. Also in 2 Wochen kommt auf jeden Fall sein Musikvideo. Und er hat ja gesagt, sein erstes Signing, ich denke mal, sein erstes Signing ist Maestro. Das stimmt aber auch, dass man gerade, wenn man mehr Reichweite hat, wenn man mehr Abonnenten hat, darf man echt fast nichts mehr sagen. Man muss so aufpassen, was man sagt und so. Und im Nachhinein, ihr kriegt noch eine Anzeige oder so. Heftig. Also, ich kann es auf jeden Fall verstehen und 50k Strafe.